Ja, du. Herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Und entgegen dem, was wir jetzt eigentlich machen wollten, diesen Stream, weil es gerade so zusammenpasst, gehen wir jetzt erstmal Talana. Jeder spricht das hier irgendwie immer anders aus. Laufen wir jetzt erstmal hinterher, gucken mal, was jetzt mit diesem Rotschlund-Thema ist. Decken dabei noch ein bisschen die Karte auf. Und dann gucken wir mal. Ah! Griechenland ruft. Aha. Okay. Hören Sie den Sirenenruf des antiken Griechenlands? Werden Sie ihm folgen? Die Akropolis, der Stadtberg Lykabetos, der Tempel des Zeus. Stellen Sie sich das alles vor. Nicht als die trostlosen Ruinen, die sie heute sind, sondern als die makellosen Bauwerke, die sie einmal waren. Holovakei präsentiert Ihnen das ultimative antikes Griechenland-Erlebnis, eine historisch präzise holographische Darstellung der größten Zivilisation der Antike. Gestalten Sie Ihr Abenteuer im antiken Griechenland völlig autonom. Spazieren Sie Hand in Hand mit Ihrer besseren Hälfte durch den Parthenon. Wandern Sie mit Sokrates durch die Gassen. Besuchen Sie die Premiere eines Theaterstücks von Aristophanes. Entdecken Sie die Welt des Altertums, ohne Ihren Hohlraum zu verlassen. Kontaktieren Sie uns noch jetzt und heute für eine unverbindliche Preisempfehlung. No Vacay. Ah, immer auf der Lauer. Ja. Ihr bleibt am besten einfach dort, wo ihr jetzt gerade seid. Ich weiß, dass da ein Pirscher war, der ist mir aber egal. Ja, der ist mir immer noch egal. Wenn das nicht wäre, müsste er jetzt sterben. Rippenlager entdeckt. Ist dann hier irgendwie vielleicht auch ein Nil in der Nähe? Gleich mal gucken. Nil? Oder ist das hier zum Dämmerberg? Nee. Gut, ich hätte jetzt gedacht, dass Nil hier irgendwo nochmal in der Gegend rumschleift. Aber ja, wenn das nicht macht, macht das nicht. Dann mal los! Einfach weiter. Anhalten. Einfach durch. Oh, ich bin anscheinend über irgendeine Ratte oder so überlaufen. Da ist wieder ein Pirscher unterwegs. Einfach weiter. Hier noch irgendein Lagerfeuer in der Nähe? Nur da oben. Dann würde ich da lieber doch nochmal hinreiten. Einfach sollten wir sterben, dass wir da irgendwie einen sinnvollen Savepoint haben. Thank you.
habe ich mein Auto stehen lassen. Sieht hier schon alles ein bisschen komisch aus, ne? Na gut, auf geht's. Schauen wir doch mal, was hier los ist. Da hinten laufen sie auf jeden Fall schon in der Gegend rum. Irgendjemand brennt kurzfristig. Wie viel hat Assis euch bezahlt? Das klingt nach ihr. Alles klar. Ah, bin ich gar nicht dabei. Wir wollen noch ein bisschen Spaß haben, oder? Ich meine, es geht ihnen jetzt auch anders, klar, aber... Was für ein Urteil? Ja, das war jetzt nicht elegant oder sonst irgendwas, aber hey, es hat Spaß gemacht. Darauf kommst du an. Man hätte jetzt hier ganz sneaky und ne, leise vorgehen können, aber hey, warum? Langweilig. Hey, Talana. Danke. Ich hätte es wissen müssen. Er würde alles tun, damit ich Rotschlund nicht bekomme. Sie starben für seinen Stolz. Wo ist Assis jetzt? Er verfolgt Rotschlund. Hier lang. Schnell! Und wahrscheinlich, weil... Warum verfolgt Assis Rotschlund allein? Ja, jetzt einfach, damit er den Ruhm bekommt. Ist doch logisch. Und die Leute hier... Er will den Ruhm nicht mit seiner Drossel teilen. Und die Leute hier, die haben halt Scherben versprochen bekommen. Auch er wollte Rotschlund allein erlegen. Ganz einfach. Obwohl wir vorhatten, Assis abzusetzen. Okay, warte mal. Wenn wir jetzt wirklich Rotschlund haben, eventuell, als nächstes... Ja, doch, das macht schon Sinn. Aber... Oh, mal so. Einfach, ne? Mal auf Nummer sicher gehen. So, wir haben jetzt zwei Eispfeile geladen. Ja. Ich weiß nicht, wo Assis und Rotschlund hingegangen sind. Ich kann Spuren lesen.
Hier lang. Rotschlund zerstörte die Bäume. Ich fürchte, wir kommen zu spät. Machen wir jetzt echt Rotschlund kalt? Kam ich gerade noch rechtzeitig, um ihn sterben zu sehen. Ich war meinem Vater nicht einmal da. Da ist er. Rotschlund. Jetzt schon Rotschlund, ja? Okay. Assis schlägt sich ziemlich gut. Sehe ich nicht so. Siehst du? Sag ich doch. Sehe ich ziemlich gut. Tja, unsere Aufgabe steht vor uns. Ja, auf geht's. Easy. Was hast du gedacht? Hast nicht zugetraut, hä? Stopp. Alana, du musst doch mal vertrauen. Nett. Anarchie-Linse, ja, da. 13% Tarnung, das ist gut. 27 Schockschutz, ja. 57 Handhabung, ja. Naja, ganz nett. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Wir hätten noch ein kleines bisschen spannender das machen oder einfacher machen können. Am Anfang 2 Sprengpfeile auf die Scheibenwerfer, dann wäre es natürlich noch Hallo, einfacher. Hallo, meine Schöne. Wir sind ein gutes Team. Jetzt bist du Sonnenhabicht. Stimmt wohl. Das war's? Gut. Also wir hatten anscheinend von Anfang an nie die Möglichkeit, sonnenhabig zu werden. Okay, ich verstehe. Ich wollte jetzt erstmal noch ein bisschen hier Reinholz suchen. Weil haben wir nichts mehr. Aber kann ich mir auch beim Händler kaufen, das ist jetzt nicht so schlimm. Wird bloß nicht ganz so nackelig. Alles klar. Wird bloß nicht ganz so nackelig dastehen. Deswegen. Naja, gut, 21. Da kann ich wenigstens ein bisschen Pfeile herstellen. Das passt schon. So, ist Assis tot oder was? Nee, rede mit Assis. Oh, der stirbt gerade, ne? Talana, er lebt noch. Geh. Aus dem Weg. Nora, Abschaum. Du bist fertig. Die Loge ist endlich frei von deinem Einfluss. Ja. Ich hielt sie am Leben. In dunkler Zeit. Nein, du begrubst sie. Und das Andenken meines Vaters. Hätte ich dich doch kämpfen lassen. Gegen Rotschlund. Um ihn zu schwächen. Verdammt.
Hier liegt der Sonnenhabicht der Jägerloge. Irgendwie schade. Nach all dem trauerst du noch um ihn? Oh nein. Ich hätte nur gern sein Gesicht gesehen, wenn ich ihn beerbe. Okay. Komm zu mir in die Jägerloge, wenn du Zeit hast. Ich glaube, der neue Sonnenhabicht will dich begrüßen. Meinst du? Will er das? Oder sie? Vielmehr? Tja. Haben wir sie beide, ne? Links Rotschlund, rechts Aziz. Eine Legende durch Zufall und jemand, der mal Legende werden wollte. Tja, und wir, die einfach bloß wissen wollen, was hier gespielt wird. Irgendwie mehr gedacht, aber ja. Vielleicht ist es halt genau das auch wieder, ne? Also, naja, gut, erstens waren wir ja ziemlich overpowered, glaube ich. Aufgrund dessen, dass wir schon wieder viel zu viel parallel gemacht haben. Okay. Und andererseits, ja. Es ist vielleicht aber auch genau richtig, dass es gar nicht so überbordend gewesen ist. Es ist und bleibt eine Maschine, es ist und bleibt ein Donnerkiefer. Ja, und ein Stück weit ist es eben auch einfach nur Legende gewesen. Manchmal ist an Legenden viel weniger Realität dran, als man gedacht hat, weil genau das dann die Legende ausmacht. Dass sich Geschichten um sie ranken, die aber eben genau nur das sind. Geschichten. Ich sammle bloß gerade noch ein bisschen Heilung und Kräuterlies und ein bisschen... Ne? Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Einfach, dass wir jetzt nicht ganz so nackelig und komisch dastehen. Oh, was haben wir denn hier? Eine verdorbene Zone. Ah, hier. Räume die verdorbene Zone. Ja, nee, nicht jetzt. Wir reisen erstmal zurück zur Jägerloge. Dann schließen wir das Kapitel auch gleich einfach mal ab. Und danach, denke ich, beenden wir die Folge. Und die nächste beginnt dann, indem wir uns in die Brutstätte Roh vorwagen. Gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Ich hab nichts für euch, schreibt nicht nach mir, ich hab nichts für euch. So. Es wäre noch schön, wenn es irgendwie die Möglichkeit gäbe. Geschätzter wieder auf den Tag zu wandeln. Sonnenhabicht Talawat Khan Padish, geliebter Vater. Möge ihr Andenken und Opfer ein Licht für alle Jäger sein. Alle Menschen, dem sie folgen. Oh, da liegt wieder eine... Bericht über Rotschlund 2. Nachtrag zum Bericht über Rotschlund. Ich hatte mich weggemacht, weil wir wollten ja mit Talana reden, aber... Na gut, machen wir kurz mal das Lesen hier. Aufgezeichnet durch den wissbegierigen Jan Dieniemann, ansässiger Historiker der Jägerloge. Im Laufe der Zeit werden alle Kreaturen fallen und alle Legenden verblassen. So geschah es auch mit Rotschlund, dem tödlichsten aller Donnerkiefer. Im Sommer des dritten Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Awad erhielt Sonnenhabicht Aziz Nachricht von einer Sichtung und begab sich auf die Jagd nach der Bestie. Talana, Habicht der Loge, tat es ihm gleich.
Und kurz darauf folgte ihr auch ihre Drossel. Aloy von Hinnova. Aus Angst, dass Talana Rot schon zuerst erleben und ihn als Sonnenhabicht ersetzen könnte, griff Aziz zu niederträchtigen Methoden und stellte dem Habicht eine Falle. 9 Söldner überfielen sie. Doch mit der Hilfe ihrer Drossel besiegte Talana sie alle. 6 erschossen, 3 in die Luft gesprengt. Ändert sich der Text, wenn man anders vorgeht? Müsste man jetzt mal ausprobieren. Habicht und Drossel begaben sich wieder auf Rotschlunds Fährte und erreichten ihn in dem Moment, als das legendäre Monster den Kampf mit Sonnenhabicht Aziz für sich entschied. Hieb mit dem Schweif. Gemeinsam konnten die 2 Frauen Rotschlund schließlich in einem Kampf besiegen, der einer Legende wahrlich würdig ist. Aziz erlittene Verletzungen waren unglücklicherweise tödlich. Zerquetschte innere Organe, nachweisliches Versagen der Darmfunktion. Und er erlebte nicht mehr, wie Talana seinen Platz als Sonnenhabicht einnahm. So endet der Bericht über Rotschlund, die blutrünstigste aller Maschinen. Na dann. Da. Ein Denkmal für meinen Vater und Bruder und für alle, die im Sonnenring starben. Das hast du ermöglicht, Aloy. Danke. Da nicht für. Und? Wie ist das so als Sonnenhabicht? Tja, wie ein Sonnenaufgang nach einer langen Nacht. Ich schulde dir was. Du hast hier immer ein besonderes Zuhause, wenn du willst. Was passiert jetzt in der Loge? Als Sonnenhabicht sorge ich dafür, dass wir zukünftige Mitglieder nach Fähigkeiten auswählen, nicht nach Karja-Blut. Sehr gut. Diese Loge wird mit dem überholten Regime nichts mehr zu tun haben. Was war das für ein Gebet, das du vorhin gesprochen hast? Ich habe nicht alles gehört. O große Sonne, sprich mit dem Mond und lass die Toten in Frieden ruhen. Schütze sie mit der Rüstung glänzender Wärme. Gib ihnen Sonnenstrahlen als Speere und beleuchte ihnen den Pfad zu den Himmeln, jedem von ihnen. Habicht Gravit Khan Morsa, Habicht Siraf Khan Pir, Habicht Yusalin Khan Jageer, Habicht Kulasif Khan Sovali, Habicht Bratevin Khan Padish, geschätzter Bruder, und Sonnenhabicht Talawat Khan Padish, geliebter Vater. Möge ihr Andenken und Opfer ein Licht für alle Jäger sein. Alle Menschen, dem sie folgen. Tja, herzlichen Glückwunsch, Talana. Ich muss jetzt gehen. Danke, Aloy, obwohl du Nora bist. Die Beute sei immer dein. Ist abgeschlossen, Rotschlund. Ja, also wie gesagt, ich fänd's cool, wenn man... Ich meine, ja, okay, ne, der Kampf war vielleicht gewollt, dass er in der Nacht stattfindet. So, ja, okay. Ne. Aber jetzt so hier diese Gespräche, ich fänd's schon cool, wenn man da einfach... Weiß ich nicht, sich irgendwo auf eine Bank setzen, ans Lagerfeuer setzen oder so, noch als dritte Option, nicht bloß die Speicherung, sondern... halt noch warte und dann kannst du die Stunden auswählen oder sowas. Oder leg dich kurz hin oder keine Ahnung. Weil nachts ist schon manchmal schön und es bietet so seinen ganz eigenen Charme, aber gerade so bei viel Gesprächen und so weiter, wo es jetzt für die Story vielleicht nicht gerade relevant ist, dass es jetzt unbedingt in der Nacht passiert, ne? Während man eine gewisse Quest macht, wo es halt darum geht, dass nachts Leute irgendwas überfallen. Da fände ich es schon gut, wenn man da die Möglichkeit hätte, einfach so das mal zu wechseln. Weil dann sieht das hier einfach nochmal viel geiler und viel imposanter aus. Aber okay, ne, ist halt so... Passt. Wer ist denn da unten besoffen? Schön, eine Pause zu haben. Was kann ich für dich tun? Was?
Wie laufen die Prüfungen für dich? Reichen die Abzeichen für eine Waffe? Ich habe nicht genug Abzeichen. Kein Problem. Wenn du Abzeichen aus allen 15 Prüfungen hast, bekommst du die nächste Jägerlogenwaffe. Gut, machen wir so. Ich hätte nie gedacht, dass du Rotschlund bezwingen kannst. Es ärgert mich, dass ich dein Potenzial nicht sofort gesehen habe. Alana Khan Padish. Sonnen habe ich der Jäger. Die macht ihrem Haus alle Ehre. Das ist halt manchmal, ne? Ich sprach gerade mit einem Osram. Bei ihnen ist ein Stamm mit Maschinen, von denen ich noch nie gehört habe. Das riecht nach Jagd. Mhm, okay. Ich gratuliere der Besserung. Ich habe vom Zuschauen viel gelernt. Also sei lieber auf der Hut. Das letzte Mal habe ich eine Nora im Sommer. Das sind alles nur Fremde. Oh, okay. Ich wusste, wie es ausgehen würde. Glückwunsch zu Rotschlund. Danke. Ihr habt gezeigt, wer die Besten sind. Du und Talana. Ah, sehr schön. Ich arbeite jeden Tag hart. Schlafe jede Nacht wie ein Stein. So viele Fremde überall. Assis hätte sowas nie erlaubt. Tja, das ist Pech, was, ne? Für ein aufregender Tag bei uns in der Loge. Ehrenvolle Karja im Gegensatz zu diesen Wilden. Immer wenn ich einen ruhigen Moment habe, muss ich ja meine Cousins im Sonnenfall. Also es gibt noch einige Anhänger, glaube ich, hier. Von der alten Art. Ja, aber die müssen sich halt jetzt mal ein bisschen umgewöhnen, ne? Haben sie Pech. Gut. In diesem Sinn. Machen wir uns, wie gesagt, jetzt erstmal ans Ende der Folge. Und dann sehen wir uns gleich wieder an einem anderen Lagerfeuer in der nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir uns mal die Brutstätte an. Wenn wir die Brutstätte haben, würde ich eigentlich ganz gerne noch die letzte Jäger-Thematik machen. Die wir jetzt nur machen können, wenn wir dann diese Brutstätte durch haben. Und dann mal gucken, was die neuen Waffen so können. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Cheerio.